No Time to Die oder halt auf Deutsch Keine Zeit zu sterben ist jetzt der Titel vom neuesten James Bond oder zumindest von dem, der hoffentlich irgendwann kommt. Meine Frau und ich, wir sind große Fans und sind ein bisschen sauer, dass die jetzt wegen dem blöden Corona den Filmstart immer weiter nach hinten schieben. Hoffentlich kommt er irgendwann. Der 25. James Bond, jeder davon hat ungefähr 120 Minuten. Das heißt, wir haben insgesamt 3000 Minuten James Bond Film. Ich freue mich schon für meinen kleinen Sohn, wenn der die alle mal gucken kann. Das ist schon cool, jetzt auf die Welt zu kommen. Da hat man viele schöne Stunden vor sich. Und warum liebe ich James Bond? Nicht irgendwie wegen der Storyline oder, um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch nicht der größte Autofan. Das beeindruckt mich alles nicht so arg. Aber ich liebe halt die Action. Ich liebe die Action und von den 3000 Minuten sind etwa 1000 Minuten Action. Und das ist ja nicht so ein bisschen Tralala, sondern das ist schon richtig cool. Richtig coole Action, lebensgefährliche Situationen. Und in Casino Royale, das ist der erste mit Daniel Craig, der jetzt ist, glaube ich, der fünfte mit ihm. Und der sagt diesmal, ist aber wirklich der Letzte. Das sagt er bei jedem James Bond, das ist wirklich der Letzte. Und dann geben sie ihm noch mehr Geld, dann macht er doch noch mal ein. In Casino Royale gibt es das Zitat von James Bond, Geheimagenten sollen eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung haben. Da frage ich mich natürlich als Mathelehrer, Moment mal, 1000 Minuten lebensgefährliche Action hat der Kollege überlebt. Scheint es ein bisschen Quatsch zu sein, wenn der sagt, sie haben eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung. Und ich habe mich gefragt, wie wir alle uns das natürlich fragen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 1000 Minuten lebensgefährliche Action überlebt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, da brauchen wir erstmal eine theoretische Wahrscheinlichkeit, die ermittelt man gerne über die relative Häufigkeit. Ich halte mich zurück, ich habe meiner Frau versprochen, ich halte mich zurück mit der Mathematik. Bissle, machen wir halt bissle. Und wie kommen wir jetzt auf die relative Häufigkeit? Ich habe mir mal angeschaut, wo haben wir vergleichbare Situationen, so richtig Action mit Rumrennen und so weiter. Vielleicht kennt ihr Parkour. Da gibt es ja viele so YouTube-Videos, ich glaube, das ist schon nicht mehr so modern, das war eine Weile modern, da rennen Leute wie verrückt durch die Stadt und springen dann von der Garage runter und weiß der Geier was. Und es kommt tatsächlich der James-Bond-Action einmal sehr nahe, dieses Parkour, teilweise wurde sich da auch gerade für den Film Casino Royale einiges abgeschaut und das kommt ursprünglich aus dem Vietnamkrieg, weil die Vietcong, die haben eben ihre Fluchtwegstrategien entwickelt, weil die stark in der Unterzahl waren und haben überfallartig die Amis, die GIs überfallen und sind dann eben so cool da drüber, zack, 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 waren sie weg. Hat man sie nicht mehr erwischt. Und wie war das im Vietnamkrieg? Es war so, es ist ganz schön krass, die GIs, die amerikanischen Soldaten, wenn die mit dem Hubschrauber abgesetzt wurden, das haben ja schon nicht mal alle geschafft, es wurden ja schon Hubschrauber abgeschossen, sobald der Fuß den Boden berührt hat, lief die Zeit, hatten sie noch 14 Minuten zum Überleben. Das war die Überlebenswahrscheinlichkeit. Der Erwartungswert war 14 Minuten. James Bond überlebt 1000 Minuten. Und sein Erwartungswert liegt bei 14 Minuten. Und jetzt habe ich mal ausgerechnet, und weil ich es meiner Frau versprochen habe, rechne ich es hier nicht vor. Wie hoch wäre jetzt, ausgehend von diesen 14 Minuten Erwartungswert, die Wahrscheinlichkeit, dass James Bond alle 25 Filme überlebt, so hoch. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass James Bond lebt. Das fängt ja an mit 0, klar, Wahrscheinlichkeiten sind Zahlen zwischen 0 und 1 und dann das sind 18 Zeilen bis hier mit jeweils 100 Nullen, dann kommen hier noch 54 Nullen und hier kommt das erste Mal überhaupt irgendeine Zahl. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass James Bond lebt, also die Filme sind, im Gegensatz zu dem, den wir gerade gesehen haben, ganz schön unrealistisch. James Bond ist tot. Ja, nach 14 Minuten ist er tot. Okay, 14 Minuten Film, erster James Bond Film, weiß nicht wann der rauskam, 14 Minuten tot, aus, alle gehen heim. War eine teure Kinokarte. Kann man natürlich kein Geld mit verdienen, ist klar, das machen wir nicht. Aber eigentlich so, der ist tot, seht ihr das? Der ist tot, der ist einfach tot. Nach 14 Minuten. Okay, vielleicht ist er richtig gut, vielleicht schafft er 17 Minuten. Wow, okay.
dann lohnt sich die Kinokarte. James Bond stirbt ziemlich schnell. Vielleicht hat er Pech, vielleicht stirbt er nach 30 Sekunden. Das war eine richtig teure Kinokarte. Und das Popcorn. Wie kann jemand nur im Kino Popcorn kaufen? Das werde ich nie verstehen, mein ganzes Leben lang nicht. Das ist ja so teuer. Okay. Also, James Bond stirbt nach 14 Minuten. Und ich will heute eine in vielerlei Hinsicht schwierige Frage stellen. Nämlich, wann stirbst du? Und das Problem ist, bei einem Jugendgottesdienst, wenn man sowas fragt, die allermeisten, würden die sagen, was so der neue James-Bond-Titel ist. Vielleicht, weil es ein bisschen cool ist, vielleicht, weil man glaubt, man ist noch weit weg davon, vielleicht, weil man so viel anderes um die Ohren hat. Die meisten würden sagen, ich habe keine Zeit zum Sterben, was sie damit meinen ist. Ich habe gar keine Zeit, über sowas nachzudenken, lass mich doch in Ruhe. So habe ich auch gedacht, lange Zeit. Und ich bin fast sauer, dass mir keiner mich früher drauf gebracht hat, darüber mal nachzudenken, weil es, das hat man in dem Film ganz am Schluss, wurde es kurz eingeblendet, weil es unglaublich viele Vorteile mit sich bringt, wenn man schon früh ernsthaft darüber nachdenkt. Das steht zum Beispiel hier im Psalm 90, einer der wenigen Psalme, die nicht der David geschrieben hat, der ist von Mose, der hat gesagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, also drüber nachzudenken, wann man stirbt, so wird es auch manchmal übersetzt, damit wir ein weises Herz erlangen. Also Teil 1, wir müssen unsere Tage richtig zählen, Teil 2, damit wir ein weises Herz erlangen. Für Teil 1 bin ich genau der richtige Mann, das ist mein Job, zählen. Zählen kann ganz schön kompliziert sein, heute wird es nicht so schlimm. Also wir wollen jetzt mal, jeder von euch zählt mal jetzt seine Tage. Seid ihr dabei? Habt ihr einen Taschenrechner? Ohne Taschenrechner, ohne Hilfsmittel, Formelsammlung weg, Taschenrechner weg, keiner guckt beim Nachbar. Jetzt zählen wir mal eure Tage. Wir nehmen die Jahre, okay, könnt ihr am Schluss mal 365 nehmen, vergesst nicht die Schaltjahre. Das ist komplizierter, als man denkt mit den Schaltjahren, aber das lassen wir jetzt alles weg. Nehmen wir die Jahre, und damit man sich ein bisschen vorstellen kann, kann man ja immer so sagen, wie oft feiere ich noch Weihnachten. Das ist so, denke ich, das ist schon ein Ereignis, das kommt regelmäßig jedes Jahr. Das feiert auch jeder, ob er will oder nicht, mit der Verwandtschaft. So, wie oft feiern wir noch Weihnachten? Das würde ich gern wissen. Legen wir los. 79 minus x, das ist jetzt bei jedem ein bisschen anders. Das heißt, jeder muss mitmachen. Ja, es bringt euch gar nichts, beim Nachbar zu gucken. Jetzt gibt es nicht A und B Arbeiten, sondern jeder hat seine eigene. 79 ist so erstmal die Lebenserwartung, mit der wir starten. Und das ist krass. Das ist der Wahnsinn. 79. Vor 150 Jahren, das ist nicht so lang her, da war es bei der Hälfte. Ja, ein Drittel von den Leuten, die hier sitzen, die wären schon gestorben, bevor sie überhaupt 5 Jahre alt gewesen sind. Ja, da war, wenn man mit 40 war, man mega alt. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sind wir bei 79, das ist erstmal krass, richtig krass. Schaut euch das mal an, wie alt die Leute früher wurden. Ja, das ist brutal. Also 79, jeder von euch kann ja sagen, er wird 79. Leider, im Gegensatz zu meinem kleinen Sohn, haben wir ja schon ein paar hinter uns. Hier müsst ihr euer Alter einsetzen. Also wenn ihr 19 seid, dann kommt ihr auf insgesamt 60. Dann wisst ihr, okay, ich kann noch 60 Mal Weihnachten feiern. Okay, seid ihr dabei? Noah, bist du dabei? Wie oft feierst du noch Weihnachten bis jetzt? Was sagst du? Noch 62 Mal. Okay. Die Zahlen, die jetzt kommen, die sind alle nicht besonders belastbar. Ich habe einmal schwer gerundet. Ich habe Korrelationen und Kausalitäten weggelassen. Ich habe mir dazu eine Studie aus Australien angeschaut von der Universität Sydney und die beruht letztlich auf Umfragen. Umfragewerte sind nie so rein so gute objektive Daten. Bisschen aufpassen mit den Zahlen, nagelt mich da nicht so arg fest. Ich wollte das auch ein bisschen vereinfachen, dass es nicht zu mathematisch wird. Ich habe grob gerundet, dass wir gut rechnen können und so weiter. Okay, nagelt mich nicht so arg fest. Aber 230.000 Leute haben die befragt. Also ein bisschen Hand und Fuß hat schon. 30 Jahre lang ging diese Studie, 30 Jahre lang wurde jetzt veröffentlicht. Zack, Tennis. Stärkster, vielleicht für manche überraschend, stärkster positiver Einflussfaktor auf die Lebenserwartung. Hände hoch, spielt jemand Tennis? Gibt es jemand? Okay, da muss man immer zu sagen, bei den meisten dieser Faktoren ist nicht so, geht halt nicht so ein bisschen tralala, nicht so einmal im Monat mit dem Opa oder so ein bisschen Tennis, schon mehrmals die Woche, 20 Jahre lang und so weiter Tennis.
aber ordentlich, oder plus 10, Noah, bist du noch dabei? Also Noah hat gestreckt, er rechnet jetzt plus 10. Ja, also hat er schon noch, wenn ich, was, wie viel hast du jetzt noch? Noch 72 Mal feiert er Noah Weihnachten. Cool, okay. Batman ist fast genauso gut, finde es trotzdem interessant, dass hier ein bisschen eine Lücke dazwischen ist. Ich glaube, beim Tennis rennt man halt noch mehr rum oder so, keine Ahnung. Okay, wer spielt Badminton? Immerhin gut, plus 6. Weiblich, das ist schon, ich finde es irgendwie hart. Plus 5, das bringt euch 5 Jahre. Ja, die Frauen, die starten hier also bei 84, ist, kann man ganz schön unfair finden. Und also da wird wahnsinnig viel Geld investiert, gell, in die Frage, woran das liegt. Wahnsinnig viel. Ich behaupte, bis jetzt weiß man es noch überhaupt nicht. Woran liegt es? Auch nicht schlecht. Jeder, der Haustiere großzieht, der kennt es vielleicht ein bisschen, ist ganz wichtig fürs Immunsystem, halt Hitze und Kälte und so weiter. Auch da wieder nicht so tralala, Dusche mal warm, mal kalt machen, sondern schon, das muss immer so richtig hardcore und wirklich auch 10, 20 Jahre lang laufen, aber das bringt ganz schön viel. Was ich hier halt auch weglasse, ist, der Faktor ist stärker, umso älter man ist und so weiter. Ja, wenn ihr das mit über 50 macht, dann bringt es ein bisschen mehr, wenn ihr es jetzt macht, bringt es halt ein bisschen weniger. Weitere Ausdauersportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen ist das klassischerweise. Auch hier gilt mehrmals die Woche, längerer Zeitraum, könnt ihr wieder rechnen, plus 4. Gymnastik, das ist was alten Männern wie mir jetzt noch bleibt, da kann man halt auch noch ein bisschen was rausholen. Fand ich spannend, gesunde Ernährung ist stark nach oben gerundet. Ein halbes Jahr kam raus, das ist was in Deutschland, habe ich gefühlt, das wird immer sehr gehypt. Ja, man muss sich gesund ernähren und so. Vorsicht, mir geht es nur um die Lebenserwartung. Bei meiner Ernährung ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel sehr hoch, dass ich demnächst Gicht bekomme. Das hat nicht unbedingt so direkten Einfluss auf die Lebenserwartung, ja, aber natürlich trotzdem auf die Gesundheit. Aber für die Lebenserwartung bringt es wirklich wenig. Ja, macht lieber Sport, wenn ihr eine hohe Lebenserwartung haben wollt. Okay, jetzt kommen wir zu den Negativerfahrungen. Im Spiegel gab es einen Artikel über die Studie, so ein bisschen pseudowissenschaftlich, aber der hat den höchsten Negativfaktor schon sehr gehypt und der ist schon krass. Ich glaube, das würde keiner von uns so intuitiv vermuten. Träger Lebensstil kostet 8 Jahre. Was ist damit gemeint? Achtung, zu viel Schlaf. Ja, da ging es hauptsächlich darum, dass man über 20 Jahre gesehen signifikant mehr als 8 Stunden im Schnitt pro Tag schläft. Ja, und man hat halt, ich sag mal, vor dieser Langzeitstudie war lang so, Schlafen ist gesund, ist ganz, ganz wichtig, kommt auch hier noch gleich, zu wenig ist natürlich auch nichts, gell? Aber Leute, die den ganzen Tag im Bett liegen, ja, nicht so gut. Hier kam auch noch ein bisschen dann zu viel Sitzen rein, aber ich quäle euch nicht so arg. Also, das ist teuer. Nur, ist teuer. Hast du nicht. Gut. Rauchen, das ist ja schon relativ bekannt. Ich mache mich immer unbeliebt, wenn ich sage, die Frauen sollten, damit es endlich mal gerecht ist, alle rauchen. Stimmt nicht ganz, gell? Dann können wir noch sagen, und viel Gemüse essen. Dann wird es wieder schön. Seht ihr das? So können wir ein bisschen Gerechtigkeit herstellen. Irgendwie. Ja. Bewegungsmangel ist grundsätzlich natürlich auch ein Problem. Ja, also können wir auch sagen, Moment, die Frauen, die können einfach ein bisschen mehr auf dem Sofa sitzen, dann ist auch wieder fair. Stress ist ganz schwer zu messen. Da ging es tatsächlich um den Umfragen halt, würdet ihr persönlich sagen, ich habe heute Stress empfunden. Es gibt ja Leute, die schaffen den ganzen Tag wie verrückt und sagen, ja, war eigentlich kein Problem und so weiter. Und es gibt Leute, die haben schon Stress, wo man sagt, hey, du saßt doch nur den ganzen Tag auf dem Sofa. Aber es kostet auf jeden Fall sehr, sehr viel Lebenserwartung ausspannend, wenn dann einer sich die ganze Zeit gesund ernährt und oh nein, ich brauche aber noch das, weiß ich, Bio, Grüne, ohne alles und so weiter und macht sich da voll den Stress bei seiner gesunden Ernährung, dann ist die bezogen auf die Lebenserwartung sowieso Quatsch. Das ist ein Faktor, den kann man leider nicht so beeinflussen, der betrifft mich leider auch persönlich. Ja, wenn man einfach viel Krebs in der Familie hat, steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass man selber auch frühzeitig Krebs bekommt und daran stirbt. Kann man nichts machen. BMI kostet auch 3 Jahre. Da geht's, kam auch sehr raus bei der Studie, auch wenn man zu wenig oder zu viel Gewicht hat, das wirkt sich halt dann aus, korreliert zumindest.
Und Alkohol hätte ich persönlich gedacht, deswegen habe ich es hier noch mit reingenommen, sei deutlich höher. Da hätte ich gedacht, das kostet viel mehr. Ist halt so mäßig, heißt glaube ich so, wenn man einmal die Woche so ein, zwei Bier trinkt oder so, hätte ich gedacht, kostet mehr, kostet nur ein Jahr. Also wer zu seiner gesunden Ernährung immer mal wieder einen Wein trinkt, ist schau wieder, war es das schon wieder. Okay, Noah, wo bist du? 72 Mal feierst du noch Weihnachten. Wie viel Mal Weihnachten hast du schon gefeiert? Wie viel Prozent hast du also schon hinter dir? Ungefähr? Ganz grob? Sag 20, dann bist du gut dabei. Also der Noah hat schon 20% geschafft, noch 72 Mal feiert er Weihnachten. Ist natürlich bei jedem anders. Gibt es irgendjemanden, der so die 80 oder so knackt? So, vielleicht irgendeine Frau, die Tennis spielt und Badminton. Okay, jetzt gibt es ein Problem. Mit dem Sammy habe ich kurz vor dem Gottesdienst geschwind gesprochen, hat er gesagt, ja toll, aber was ist, wenn ich jetzt heimfahren habe, einen Autounfall? Plus, minus, U steht hier. Ja, die statistische Lebenserwartung hat ja keine Aussagekraft für die Wahrscheinlichkeit, wenn wir das Zufallsexperiment einmal durchführen, auf Deutsch für euch persönlich. Ja, es kann sein, dass eure statistische Lebenserwartung bei 100 Jahren liegt und ihr sterbt nachher beim Heimfahren oder in 3 Wochen an Corona, das wissen wir nicht. Plus, minus, U. Das ist ja spannend, wie auch in dem Bibelvers steht, hier richtig zählen, ja. Und da gehört halt auch dazu, dieser Unsicherheitsfaktor bleibt. Wir können uns nicht drauf verlassen. Letztlich wissen wir es natürlich für uns persönlich nicht. Wozu führt es? Kann man sich ja fragen. Fragen sich ja alle immer in Mathe. Wozu führt es eigentlich? Warum machen wir das? Wozu führt das Ganze? Ich glaube, und das, die Erfahrung mache ich, egal ob ich mit jemand rede, der sehr alt ist oder sehr jung, wenn man sich viel damit beschäftigt, okay, ich feiere noch 62 Mal Weihnachten, wenn es gut läuft, dann führt es dazu, dass man zu dem Ergebnis kommt, es ist ganz schön schnell vorbei, das Ganze. Es ist ganz schön schnell vorbei. Noah kann überlegen, jetzt hat er 20% ist rum, okay. Jetzt ist gerade war Weihnachten, jetzt ist aber schon Ostern, dann kommt schon wieder Weihnachten, dann ist schon wieder eins weniger. Das geht schnell, Noah, das geht schnell. Das ist schnell vorbei. Da spielt es gar keine Rolle, spiele ich jetzt wie verrückt Tennis. Es gibt auch viele, die sagen, ja toll, die Zeit, die ich beim Tennis spielen verliere, dann hänge ich die halt wieder hinten dran, was soll der Quatsch, gell? So können wir das gar nicht beeinflussen. Es ist schnell vorbei und in dem gleichen Psalm beschreibt es auch der Mose, der macht genau die gleichen Rechnungen wie wir, gell? Da sieht man es, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Das wird er manchmal übersetzt mit viel Kraft, da hat er wahrscheinlich auch an den Sport irgendwie gedacht. Also mit ganz viel Kraft schafft man es irgendwie auf 80. Hier zieht er sogar den ersten Schluss, worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Warum? Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Ja, es ist schnell vorbei, geht ganz schön schnell rum. Ganz schön viel Prozent habt ihr schon hinter euch gebracht. Und wenn man jetzt fragt, ja, was 20% ist rum, ja, was hast du denn jetzt schon geschafft? Und ja, keine Ahnung, Schule und so, okay. Ja, es geht wahnsinnig schnell. Okay, der Vers hört aber nicht an der Stelle auf, dass er sagt, wir sollen halt unsere Tage zählen. Das haben wir jetzt gemacht, das haben wir geschafft, sondern es geht weiter. Warum sollen wir das machen? Damit wir ein weises Herz erlangen. Und jetzt wäre es ja schön zu wissen, was ist denn das? Was ist Weisheit? Und in der Vorbereitung oder in der letzten Zeit, vor allem in meinem letzten Jahr, habe ich ganz arg gemerkt, ich als Mensch bin überhaupt nicht weise. Ich bin ganz, ganz weit davon weg, ein weiser Mensch zu sein. Das hat so weit geführt, dass ich schon überlegt habe, ich rufe den an und sage, ich kann das nicht machen, da jetzt da predigen über das Thema, weil ich wirklich, gerade auch wenn man sich dann mehr damit beschäftigt,
gedacht habe, ich bin da zu weit weg, das macht überhaupt keinen Sinn. Für den ersten Teil, da bin ich der richtige Mann, da irgendwie Zahlen zusammenrechnen, das kann ich, aber das zweite, das bringt eigentlich nichts. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, ich kann jetzt schlecht als jemand, und ich meine das ganz ernst, der nicht weise ist, kann ich ja jetzt schlecht hier groß erzählen, ja, was ist das jetzt, Weisheit? Und dann habe ich aber gedacht, ich kann es ja andersrum machen, das funktioniert ja auch, ich erzähle euch einfach, was ist Weisheit nicht, weil damit kenne ich mich ein bisschen aus. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, da geht es darum, was ist Weisheit nicht, das Buch Prediger. Wen das interessiert, das kann man wirklich gut lesen, ist teilweise auch richtig witzig. Was ist Weisheit nicht? Und der Schreiber im Prediger, der hat alles ausprobiert. Und fast jeder Mensch probiert ja das alles mal aus. Womit fängt er an? Wein und Frauen. Damit startet er. Ist ja irgendwie klar, okay, man denkt dann über sein Leben nach. Das Leben ist bald vorbei. Kann man ja zu dem Ergebnis kommen. Das scheint ja erstmal logisch. Okay, dann versuche ich es möglichst zu genießen. Es ist bald rum. Ja, was will ich da im Jugo hocken, Sonntagabends machen wir lieber Party. Okay, es geht gerade nicht, aber ja. Also hat er gesagt, ich mache Party, Wein und Frauen. Hat er dann ganz viel gemacht. Er war aber nicht so blöd, das nicht alles zu hinterfragen und hat sich dann immer, nachdem er was ausprobiert, gefragt, warum? Warum mache ich das? Bei dem Punkt hat er gemerkt, mein Herz wird nicht satt, heißt es im Prediger. Ihm reicht's nie. Bei jeder Party ging es nur darum, wann ist denn die nächste Party eigentlich? Ihm reicht's nie. Okay, hat er gesagt, kann irgendwie nicht alles sein. Er hat rechtzeitig den Absprung geschafft. Schrecklich, wenn man das nicht schafft. Und hat gesagt, jetzt gehe ich weiter. Und hat angefangen mit Reichtum. Hat gesagt, okay, jetzt häufe ich mir ganz viele Paläste und Gold an und Weinberge. Er hat es irgendwie mit dem Wein, das war ein bisschen sein Ding. Und dann hat er gefragt, ja, warum habe ich das jetzt gemacht? Da ist ihm aufgefallen, das ist ja irre vergänglich. Mein Leben ist bald vorbei. Er schreibt dann noch ganz schön, das höchste Ziel ist eigentlich, dass ich schaffe, das irgendwie meinen Kindern zu vermachen. Und sagt, das bringt aber auch nicht viel, weil so wie ich die kenne, werden die es einfach verprassen. Ja, also kann es irgendwie auch nicht zurecht sein, Reichtum sich anzuhäufen. Das ist auch keine Weisheit. Der ist in vielerlei Hinsicht gefährlich, der Punkt. Vor allem jetzt, wenn man hier in der Gegend im Schwabenländle wohnt, wo Arbeiten ja immer toll ist und immer Anerkennung findet. Fleißiges Arbeiten finde ich ganz spannend. Behaupte ich auch hier in der Gemeinde, ist das für viele ein großes Problem. Für mich auch. Ja, vielleicht stecke ich da sogar noch persönlich zurzeit zumindest am allermeisten drin. Vielleicht, ja, keine Ahnung, weil ich gerade mein Häusle renoviere oder so. Der hat dann auch wie fleißig angefangen zum Schaffen. Ist ja auch irgendwie logisch. Okay, wir haben wenig Zeit. Dann sagen wir Schwaben, okay, dann sollte man aber Vollgas geben beim Schaffen. Das ist ja klar. Man bekommt dann auch viel Anerkennung und der Prediger hinterfragt sich dann, warum mache ich das? Er hinterfragt ja immer alles und dann sagt er, Moment mal, ich mache das nur, um besser dazustehen als andere. Ja, und wie oft machen wir das und werden vielleicht auch von Eltern oder Lehrern dahin getrieben, fleißig zu arbeiten, mit dem einzigen Ziel, besser dazustehen als andere. Ja, da kann man durchaus auch die Notengebung an der Schule manchmal ein bisschen kritisch sehen. Die Funktionsweise, die sie, wo mal ursprünglich angedacht war, die hat sie dann oft nicht, sondern es geht nur noch darum, dass man sich irgendwie vergleicht. Ja, das kann es ja auch nicht sein, dass ich mein ganzes Leben darauf verwende, irgendwie besser dazustehen als andere. Wissen, schau was jetzt in unserer Gesellschaft en vogue ist teilweise, dass wir sagen, ich weiß viel, ich habe viel Wissen. Dahinter fragt sich der Prediger und sagt dann, ja, was bringt mir das Ganze? Wo viel Wissen ist, ist auch viel Schmerz, steht es im Prediger 2 ganz am Schluss. Das merke ich jetzt bei Leuten vielleicht noch, die so 10 Jahre älter sind als jetzt der Durchschnitt der Zuhörer. Habe ich das Gefühl, gerade in der Politik geht es dann so arg hoch. Dann informiert man sich über die Parteien im Detail und wer da mit wem und warum der schon wieder Lobbyarbeit gemacht hat und so weiter. Und die Leute werden immer unzufriedener und unzufriedener und unzufriedener. Das kann es irgendwie auch nicht sein, einfach immer nur mehr Wissen anzuhäufen. Ein letzter Punkt, was ist Weisheit nicht?
Und das ist, behaupte ich sogar, ziemlich das Gegenteil von Weisheit, Übermut. Das ist wahrscheinlich bei mir persönlich das größte Problem, weil ich vielleicht von Natur aus, ich weiß es nicht genau, vielleicht rede ich mich da nur mit raus, sehr übermütig bin. Übermut ist in vielerlei Hinsicht gefährlich und das ganz Gefährliche ist aus meiner Sicht, auf den ersten Blick sieht es immer voll cool aus. Das ist ja das Gleiche bei James Bond. Sieht doch voll cool aus. Wäre nicht so cool, wäre er nach 14 Minuten tot, aber weil er die 1000 Minuten halt schafft, sieht es cool aus. Gibt es zwei Bibelverse dazu aus den Sprüchen. Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Ja, da wird es hier gegenübergestellt, Übermut, Weisheit. Sprüche 13, durch Übermut entsteht nur Streit, wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. Ich habe keine Vorstellung davon, was für Dummheiten ich noch mit meinen 32 Jahren begehe. Habt ihr keine Vorstellung davon? Es gibt zwei, die mir wahrscheinlich gerade zuhören, die wissen es. Und ich schäme mich für manche Sachen so arg, das kann ich hier nicht erzählen. Ich erzähle halt Trivialbeispiele. Zum Beispiel, wir haben eine Rutsche vom Balkon im Garten. Da passt gerade so das Bobbycar von meinen kleinen Kindern drauf. Dann habe ich letztes Jahr beschlossen, jetzt fangen schon die Ersten an zu lachen, weil wir merken, auf den ersten Blick ist cool. Auf den ersten Blick, oh, der ist aber cool, der traut sich was. Habe ich beschlossen, da waren zwei Kumpels da, vor denen will man auch immer cool sein. Ich setze mich auf das Bobbycar und fahre da runter. Die Kumpels fanden mich voll cool die ganze Zeit sowieso. Meine Kinder fanden mich so bis zur Hälfte noch cool. Meine Frau findet mich schon lange nicht mehr cool. Und dann hört es ganz schnell auf. Man macht mit dem Übermut, man macht Dinge kaputt. In dem Fall das Bobbycar meiner Tochter, die fand es nicht so witzig, ja, das hat ihr damals viel bedeutet. Man macht seine Gesundheit kaputt. Ich habe auch letztes Jahr viele, viele Stunden in Wartezimmern zugebracht. Das ist nichts Schönes, ja, das ist, kann man sagen, Schande oder wenn man dann mit Krücken rumlaufen muss und so weiter. Dann ist schnell nimmer so cool, schnell nimmer so cool. Und das ist das Allerschlimmste und das bewegt mich auch persönlich sehr, durch Übermut entsteht nur Streit. Man kann Beziehungen zu Menschen, die man eigentlich lieb hat, völlig kaputt machen mit dem Übermut. Ja, und letztlich nur, weil man halt cool sein will. Wie gesagt, das mit dem Bobbycar, das ist halt okay, das lässt sich gut erzählen, aber ja, und das ist eben alles nicht Weisheit. Weisheit ist das Gegenteil von Übermut. Ja, manche sagen dazu halt auch Demut. Wie komme ich dahin? Das frage ich mich wirklich. Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich es, weise zu sein? Ich wäre das wirklich gerne, ein bisschen weiser, weil das auch für die Leute um mich herum viel, viel angenehmer wäre. Wie fängt es an? Mit Furcht steht an vielen Stellen in der Bibel, Sprüche 1,7 oder so zum Beispiel, ja, die Weisheit beginnt mit der Furcht Gottes. Auch im Psalm 90 schreibt er das, wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht. Gott ist ein Gott, und es wird viel zu selten gesagt, der hasst die Sünde über alles. Der hasst die Sünde. Wenn man in irgendwelche alten Kirchen geht, dann sieht man immer den Teufel, der da irgendwie die Leute in der Hölle piekst, und das Bild ist in vielerlei Hinsicht unglaublich falsch. Und das ist aber sehr fest, glaube ich, in den Köpfen in unserer Kultur. Gott ist der entscheidet, wenn du mal stirbst, verbringst du die Ewigkeit bei ihm oder nicht. Gott ist es. Vor dem sollten wir uns fürchten, nicht vor dem Teufel. Vor Gott sollten wir uns fürchten. Damit fängt es an. Und wenn man mal schaut, wie viel Mist ich jeden Tag baue, was für ein erbärmlicher Sünder ich bin, vor allem wenn ich immer das Gleiche immer wieder mache und wenn ich weiß, da kommt ein Gott, der hasst die Sünde, der hasst die. Dann kann man da ganz schön ins Fürchten kommen. Ja, und damit geht's los. Mit Furcht fängt's an. Furcht ist nicht das Gleiche wie Angst. Ich glaube, von der emotionalen Seite her schon. Ja, die Bibel spricht ja auch viel von Furcht und Zittern. Man bekommt das Zittern, wenn man dran denkt, okay, ich muss mal vor diesen Gott drehen, der die Sünde hasst, von der ich jeden Tag so viel gemacht hat.
Und dann fragt man sich, wie geht es zusammen mit den 100 Bibelstellen, wo steht, ja, vor Gott musst du eigentlich keine Angst haben. Also 100 Mal steht in der Bibel, sollst du dich fürchten, 100 Mal steht in der Bibel, sollst du keine Angst haben vor Gott, was soll das jetzt? Ich glaube, der Schlüssel ist schon die Liebe Gottes, die Liebe Gottes. Und die Furcht, die zieht dich letztlich hin zu Gott. Und direkt nachdem dieser Psalmschreiber dann schreibt, oh, fürchtet euch vor Gott, er ist zornig, schreibt er dann, kehre zurück, o Herr. Also, wie lange noch, schimpft er dann sogar. Also, er will bei Gott sein, obwohl er ihn fürchtet. Normalerweise denkt man, wenn ich Angst habe, renne ich ja weg von was. Das hat mich sehr fasziniert und ich habe es vor 90 Minuten sogar nochmal getestet mit meinem kleinen Sohn, ob es immer noch funktioniert, ob ich euch nicht nur Mist erzähle, funktioniert immer noch. Mit so kleinen Kindern, da spielt man Sachen, die kommen euch jetzt komisch vor, aber eure Väter haben es auch mit euch gespielt. Wir haben halt ein Spiel, das nennt sich Tiger, heißt es halt. Der Papa ist der Tiger und der versucht halt, er spielt halt ein bisschen Tiger und jagt so die anderen ein bisschen und versucht die ein bisschen zu beißen. Also ganz sanft natürlich, selbstverständlich. Und meiner Tochter, die ist jetzt 4, der macht es übel Spaß, das kann ich den ganzen Tag wieder spielen. Und meinem Sohn, dem wird es dann irgendwann zu viel. Ja, das ist dann zu aufregend, wenn der Papa da plötzlich ums Eck kommt und dann, ich kann auch relativ laut sein. Dann wird es ihm zu viel und dann kriegt der Furcht. Der hat Angst vor dem Tiger, A, und B, er weiß aber, wie sehr ich ihn lieb habe. Das weiß er. Ich sage es ihm zumindest jeden Tag. Und was macht er dann, wenn er Angst hat? Finde ich Furcht, nicht Angst, finde ich total witzig. Er rennt auf mich zu und umarmt mich. Ja, nicht, man denkt, okay, Tiger kommt, oh, schnell weg. Nein, er rennt auf mich zu und umarmt mich, weil er weiß, was soll ich da noch machen? Ich kann ihm ja nicht ernsthaft wehtun und ihn beißen oder so. Ja, dann ist das Spiel halt vorbei. Manchmal hält er mir noch den Mund zu. Ja, das ist Furcht vor Gott. Das beschreibt es ganz gut. Wenn es dich hinzieht zu ihm, dann ist Furcht, nicht Angst. Okay, Furcht zieht uns hin zu Gott und dann passiert was Erstaunliches. Wir werden satt. Das, was diese ganzen anderen Sachen eben nicht schaffen. Und ganz viele, auch das kann man Leuten ja noch so oft sagen, ganz viele müssen, keine Ahnung, mit Wein und Frauen, aber ich habe da leider viel, viel, viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht satt macht. Viele müssen da viele Schmerzen erleben, bis sie das kapieren. Das macht dich nicht satt, das reicht nicht. Aber bei Gott können wir halt doch satt werden. Woran liegt es? Hier, da steht es, an der Gnade. An der Gnade, die wir halt bei Gott, nur bei Gott finden können, durch das, was er durch seinen Sohn am Kreuz getan hat, nämlich Auferstehung. Ich glaube, eines der wenigen Dinge, die Jesus mit James Bond gemein hat, außer jetzt vielleicht das J am Anfang. James Bond sagt das, ich glaube, in Skyfall, ist übrigens der beste aller James Bonds. Sagt es an einer Stelle, dass sein Hobby die Auferstehung ist. Das ist auch das Hobby von Jesus. Und da hat er seine Gnade erwiesen und das kann uns satt machen. Umso mehr wir kapieren, was für erbärmliche Sünder sind, umso mehr, und das hört, glaube ich, unser ganzes Leben nie auf, verstehen wir, wie groß Gottes Gnade ist, dass wir trotzdem zu ihm kommen können. Ja, und die Folgen davon sind dann jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Ein Vers zum Abschluss, den kann ich wirklich vor allem seit letztem Jahr, weil ich da so viele Dummheiten noch begangen habe, von ganzem Herzen sagen. Da steht auch im Prediger 2, Vers 13, ich habe erkannt, dass die Weisheit einen so großen Vorteil hat vor der Torheit oder der Dummheit wie das Licht vor der Finsternis. Und ich wünsche euch ganz arg, dass ihr das früher checkt als ich. Früher. Das ist keine große Kunst. Ich bin der König der Dummheit. Das schafft ihr früher. Und wenn ihr euch fragt, ja, wie schaffe ich das, dann hilft es unglaublich, wenn man früh anfängt, darüber nachzudenken, wie schnell das Leben rum ist. Amen.